Hallo und herzlich willkommen bei meiner kleinen Lesung aus dem Krimi Todesmais. Darin geht es um sie hier, die europäische Honigbiene. Es geht um die grüne Gentechnik und es geht ganz konkret um ein Genmaisfeld, was hier in Bodenheim fiktiv angelegt wurde und was einigen Unmut nach sich gezogen hat. Der Leiter des Genmaisfeldes wird eines Tages tot aufgefunden. Das Besondere an diesem Todesfall ist, dass er nicht erstochen wurde im klassischen Sinn, nämlich mit einem Messer, sondern dass er erstochen wurde von einem Schwarm Bienen. Kommissar Kelchbrunner und Jovanic müssen sich mit der Frage auseinandersetzen, wie schafft man es, einen Bienenschwarm dazu zu bringen, einen Menschen zu attackieren? Den kann man ja nicht scharf machen wie ein Kampfhund, oder? Erstes Kapitel, in dem an einem Sonntagmorgen die Leiche eines Mannes in Bodenheim gefunden wird. Todeszeitpunkt. Ich schätze, es war der frühe Morgen. Näheres kann ich aber erst sagen, wenn ich ihn mir genauer angeschaut habe. Und ehe das Gerumpel da noch näher kommt und wir hier klatschnass werden, würde ich sagen, wir laden ihn ein. Der Gerichtsmediziner deutete zu den Gewitterwolken, die sich am Horizont schwarz übereinander schoben. Die Fotos sind gemacht, die Spusi hat gesichert, was es zu sichern gab. Mein lieber Herr Gesangsverein, brummte der Kommissar aus seinem grau malierten Dreitagebart hervor, genauso wie seine Kollegin es von ihm erwartet hatte. Kommissar Kelchbrunner und der Gerichtsmediziner Kunze schienen es sich zur Lebensaufgabe gemacht zu haben, sich gegenseitig zu kritisieren und zu attackieren. Dabei waren sich beide in gewissen Charaktereigenschaften ähnlich. Allem voran in ihrem Sarkasmus. Gleichzeitig legten beide dasselbe Sturkopfverhalten an den Tag, gepaart mit ziemlichem Imponiergehabe. Als Außenstehender hätte man glatt meinen können, beide könnten sich auf den Tod nicht ausstehen, doch Katharina Jovanic war inzwischen von dieser These abgerückt. Ab und zu schlugen die Streithähne zwar gerne etwas über die Stränge, aber alles in allem konnte man das altbekannte Sprichwort »Was sich liebt, das neckt sich« auf sie anwenden. Besitzen Sie vielleicht die Großmut und lassen mich als ermittelnder Kommissar entscheiden, welche Spuren ich für die Ermittlungen benötige und daher auch, welche die Spusi denn nun sichern soll? Sicherlich, das tue ich sehr gerne, sagte Kunze in einem übertrieben freundlichen Tonfall. Aber er setzte energischer nach. Wenn Sie dann nachher auch die ehrenwerte Aufgabe übernehmen, unserer Leiche hier die klatschnassen und schlammigen Klamotten auszuziehen, sollten wir sie so lange hier liegen lassen, bis das große Unwetter tobt. Entschuldigung, Herr Kollege, aber das ist Ihr Part. Was machen Sie denn bei Wasserleichen? Hängen Sie die erst zum Trocknen, ehe Sie sie obduzieren, oder was? Nein, ich werfe sie aber nicht auch noch absichtlich in den Matsch. Das habe ich auch nicht von Ihnen verlangt. Ich möchte nur einen Moment Zeit, um mich ein wenig umzusehen. Der Gerichtsmediziner machte eine einladende Handbewegung. Bitte schön, viel Spaß dabei. Er gab sich keine Mühe, den Zynismus in seiner Stimme zu verbergen. Jovanic beobachtete ihren Kollegen, wie er mit großen Schritten auf und ab ging und so tat, als suche er nach etwas, das er verloren hatte. Doch er konnte sie nicht täuschen. Sie war sich sicher, dass es sich hierbei einzig um eine Art von Revierkampfgeste handelte. Denn es gab hier nichts zu sehen auf einem betonierten Weg inmitten der Bodenheimer Gemarkung mit der schönen Bezeichnung Leithecke. Jovanic spürte erste Tropfen. Sie schloss sich insgeheim Kunzes Wunsch an, dass Kelchbrunner seine Arbeit beschleunigen möge. Weitere Tropfen trafen ihr schulterlanges, glatthängendes, rötliches Haar. Sie dürfte nicht daran denken, was passierte, wenn ihre Haare nass würden. Sie begannen sich dann nämlich wie wild zu kräuseln, was sie hasste. Auch der Himmel schien etwas mehr Tempo nahezulegen. Ein lauter Donner löste Kommissar Kelchbrunner aus seiner inszenierten Suchorgie und er sah sich die Leiche nochmal genauer an. Deren Gesicht war rotblau verfärbt und aufgedunsen. Dann sah er zu Kunze. Woran ist der gute Mann eigentlich gestorben? So wie es aussieht, war es ein Volk wild gewordener Bienen,
das sich auf ihn gestützt hat. Kunze blickte missmutig zu den tiefschwarzen Wolken, die mehr als einen kurzen Regenschauer ankündigten. So, so, ein Bienenvolk also. Jovanic musste schmunzeln, während sie in Kelchspuners augenscheinlich verärgertes Gesicht sah. Wer hat uns eigentlich hierher gebeten? Fragte er in die Runde der Umstehenden und ein junger Mann in Polizeiuniform trat vor. Das war ich. Ich? Hat dieses Ich auch einen Namen? Ja, ja natürlich, begann der junge blonde Streifenpolizist, als eine starke Windböe seinen Notizblock erfasste, ihn aus den Händen riss und durch die Luft wirbelte. Der Mann rannte los und folgte dem beschriebenen Papier auf ein schlammiges Stoppelfeld. Er kam zurück und streifte den Schlamm an seinen Schuhen an einem Grasbüschel ab, wobei er strauchelte und beinahe das Gleichgewicht verlor. Das war ja eben ein wahrer Stunt. Haben Sie sich schon mal überlegt, ins Showgeschäft zu gehen? Der Gefragte errötete, sagte aber nichts. Wo waren wir stehen geblieben? Ach ja, Sie wollten mir Ihren Namen mitteilen. Schulze, Peter Schulze. Nun, Herr Schulze, lassen Sie mich noch einmal alles rekonstruieren. Man hat diesen Mann hier gefunden, Rettungswagen und Polizei gerufen, sie sind dann hierher gekommen, haben ihn gesehen und was sagte der Notarzt? Er sagte, der Mann sei wahrscheinlich Opfer eines Angriffs durch Bienen geworden. Sein Körper sei übersät von Einstichen, sodass das Gift genügend konzentriert war, um den Mann außer Gefecht zu setzen und ihn letztlich zu töten. Aha, sehr interessant, erwiderte Kelchspuner. Kunze wandte sich ihm zu. Herr Kommissar, wenn es Ihnen nichts ausmacht, würde ich den Toten jetzt gern einladen. Tun Sie, was Sie nicht lassen können, erwiderte Kelchspuner knapp und wandte seinen Blick nicht von Schulze ab. Also, Sie haben die Mordkommission angefordert, weil ein Schwarm Bienen einen Mann getötet hat. Sehe ich das richtig? Nein, natürlich nicht. Haben Sie mal auf die Uhr geschaut? Es ist kurz nach 8. Sie haben mich um meinen wohlverdienten Sonntagmorgenschlaf gebracht, wegen dieser Sache. Junger Mann, ich muss Ihnen eines lassen. Sie haben Nerven. Und jetzt? Was schlagen Sie vor? Empfehlen Sie eine Großfahndung nach einem wildgewordenen Bienenschwarm rauszugeben und die Täter mit Hilfe ihrer Stachel zu identifizieren? Da muss ich Sie jedoch leider enttäuschen, denn jede Biene, die einmal einen Menschen gestochen hat, stirbt sehr schnell. Denn sie verliert ihren Stachel und dort, wo der Stachel war, klafft ein großes Loch. Nämlich im Hintern. Er senkte seine Stimme. Halten wir also fest, die Täter dürfen bereits tot sein. Der Streifenpolizist blickte beschämt unter sich. Aber Moment, Sie haben recht. Ist es nicht so, dass die Biene an sich als einzelnes Individuum keinerlei Schuld tragen kann, sondern dass alle Bienen eines Staates in einer Art von Kollektiv miteinander arbeiten? Das Beste wird also sein, ich gebe eine Großfahndung nach einem ganzen Bienenvolk raus. Ich schlage vor, wir lassen schon mal eine Staffel Braunbären nach dem Honig suchen. Jovanic tat der junge Polizist extrem leid, denn der wäre sicher am liebsten im Boden versunken. Doch es war die Feuerprobe, die jeder bestehen musste, der sich in die Nähe des Urgesteins Kelchspuner traute. Ich war mir nicht sicher und deshalb... Der Kommissar lachte. Ah, nicht sicher! Sie waren sich also nicht sicher! Und wenn Sie sich nicht sicher sind, dann holen Sie einfach mal blindlings die Mordkommission. Wenn Sie das nächste Mal einen Falschparker erwischen und sich nicht sicher sind, wo der Fahrer ist, fordern Sie das SEK an oder was? Nein! Es schien so, als hätte Kelchspuners Frotzeln endlich gewirkt, denn der junge Polizist schien nun allen Mut zusammenzunehmen. Todesursache waren die Bienenstiche. Aber der Mann starb wohl am frühen Morgen. Zu der Zeit war es noch dunkel. Bienen sind nicht nachtaktiv. Zumindest fliegen sie nicht in der Dunkelheit rum, um Leute anzugreifen. Ein extrem lauter Donnerschlag kündigte an, dass es nicht mehr lange dauern konnte, bis Unmengen Regen niederprasseln würden. Daher versuchte Kelchspuner das Gespräch ein wenig abzukürzen.
Was ist Ihr Fazit? Bitte? Na, was Ihr Fazit ist? Was vermuten Sie? Ich weiß nicht, aber es gibt hier weit und breit keinen Bienenstock. Soweit man das sehen kann. Es gibt Killerbienen in Amerika, die tatsächlich extrem feindselig sind, aber die gibt's bei uns sicherlich nicht. Na also, was ist Ihr Fazit? Mein Fazit? Also ich würde sagen, es war ein weiterer Donnerschlag, vermischte sich mit dem Wörtchen Mord zu einer hochbrisanten Mischung. In der Zwischenzeit hat sich herausgestellt, dass es sich beim Opfer um den Versuchsleiter eines Genmaisfeldes in Bodenheim handelt. Jovanic ist zusammen mit der Spurensicherung zum Haus des Opfers gefahren und Kelchbrunner ist beim Gerichtsmediziner. 35. Kelchbrunner blickte sein Gegenüber fragend an. Er hatte gerade den weiß gekachelten Raum betreten, den er eigentlich gerne mied. Auch deswegen, weil dies das Reich von Kunze war, dem Gerichtsmediziner. Wie meinen? Bienenstiche oder was? Nein, nein, Ivo. Überstunden. Ich habe inzwischen schon wieder 35 Überstunden. Ich bin froh, dass mich meine Kinder überhaupt noch Papa nennen und nicht Onkel. Tja, es wird halt gespart ohne Ende. Auch an den Neueinstellungen. Da müssen die Alteingesessenen dann eben ran. Ohne Rücksicht auf Verluste. Kelchbrunner nickte nur knapp. Haben Sie einen Teil Ihrer sehr wertvollen Zeit auch dem Mann gewidmet, der für über 6 Stunden in Ihre heiligen Hallen gebracht wurde? Sicher. Auch das? Und? Na was und? Ich meine, erwarten Sie nun einen kompletten Bericht oder was? Eine genaue Untersuchung dauert länger als 6 Stunden, zumal ich ja heute Nachmittag auch noch alleine bin und dies nicht mal der einzige Fall ist, den ich noch zu bearbeiten habe. Wie Sie wissen, ist Urlaubszeit und 2 meiner Kollegen sonnen sich gerade irgendwo am Mittelmeer den Wanst, während ich die Ehre habe, mich mit Mordfällen herumzuschlagen. Kelchbrunner lächelte verschmitzt. Vielleicht sollten Sie einfach eine Anzeige in der AZ schalten. Achtung, wichtige Mitteilung an alle Mörder. Das Morden ist ab sofort nur noch montags bis freitags von 8 bis 18 Uhr gestattet. Samstag und Feiertage sind urlaubsbedingt mordfrei zu halten. Haha, da hat wohl einer einen Clown verschluckt, oder was? Also um die Dauer Ihres Besuchs möglichst kurz zu halten, was sicher in Ihrem und meinem Sinne ist, zu Ihrem Fall. Kunze trat zu dem mit rot-blauen Flecken übersäten Körper, an dem deutlich zu erkennen war, dass ein Gerichtsmediziner seine Arbeit begonnen, aber noch nicht vollendet hatte. Ich habe insgesamt 41 Bienenstiche gezählt. Bei den meisten steckte noch der Stachel mitsamt der Giftblase in der Haut. Viele Stiche sind im Gesicht und am Hals zu finden, am Brustkorb, an Händen, Armen und am Bauch befinden sich nur wenige. An den Beinen fand ich keinen einzigen Stich. Aha, und was hat das zu bedeuten? Wenn ich ehrlich bin, habe ich keine Ahnung. Es ist nur eine ungewöhnliche und mir unerklärliche Besonderheit dieses Falles. Naja, auf diese eine zusätzliche unerklärliche Besonderheit kommt es in dem Fall glücklicherweise nicht an. Woran genau ist er gestorben? Der Gerichtsmediziner blickte Kelchbrunner an, als habe der soeben die dümmste aller Fragen gestellt, die man sich vorstellen kann. Na, an den Bienenstichen natürlich. Oder? Ah, Moment, lassen Sie mich mal schauen. Vielleicht ist es auch dieses Messer hier, das meinem geschulten Blick entgangen ist und das in seinem Rücken steckt. Also wirklich, natürlich durch die Stiche, Herr Kollege. Man kann eine Frage nicht verstehen, man kann sie aber auch gezielt falsch verstehen. Also dann lassen Sie es mich umformulieren. Starb der Mann an der Anzahl der Stiche oder an einer allergischen Reaktion? Ich würde sagen, werte Herr Kommissar, er starb an beidem. Ich habe große Mengen an Histamin in seinem Blut nachweisen können und ich konnte auch Hinweise auf eine Unverträglichkeitsreaktion gegenüber dem Eiweiß Phospholipase A entdecken. Phosphor was? Nicht Phosphor. Phospholipase A ist ein Bestandteil des Bienengiftes, welcher am ehesten allergische Schockreaktionen nach Stichen auslöst, neben Hyaluronidase. Kurz gesagt, der Mann starb vorrangig an einem allergischen Schock, der bedingt durch die große Menge Gift, welche in seinen Körper gelangte, relativ schnell und heftig ausfiel.
Gut, dann stellt sich nur die Frage, wieso die Bienen den Mann derart oft gestochen haben. Ich meine, man kann ja keine Biene scharf machen wie ein Kampfhund, oder? Und es gab ja auch keinen Bienenstock in der Nähe. Herr Kollege, sehen Sie einen Hut auf meinem Kopf mit Fliegengitter dran? Ich bin kein Imker. Imker, genau das ist es. Herr Kunze, ich muss sagen, manchmal können Sie echt eine Hilfe sein, auch wenn das gar nicht Ihre Absicht ist. Kelchbrunner wandte sich zum Ausgang, um auf dem Weg dorthin zu murmeln. Kommt zwar recht selten vor, aber immerhin. Danke für die Blumen, gab Kunze zurück, doch Kelchbrunner hatte den Raum bereits verlassen. Na, schon die Biene im Heuhaufen gefunden? Schön wär's. Jovanitsch kam Kelchbrunner entgegen, der gerade die Wohnung vom Opfer betreten hatte. Wir haben einen Laptop gefunden, der aber Kennwort geschützt ist. Einem Kollegen ist aufgefallen, dass Görens wohl den Akku eines Gerätes aufgeladen hat. Das Netzteil lag noch auf einem Schrank in der Nähe einer Steckdose. Es handelt sich hierbei jedoch nicht um das Ladegerät eines Handys, sondern vermutlich eher um das einer Kamera. Ansonsten haben wir nur Fachzeitschriften, Fachbücher und einen Goldfisch gefunden. Einen Goldfisch? Ja, der schwimmt in einem kleinen Goldfischglas. Die Kollegen werden später das Tierheim anrufen und nachfragen, wann sie ihn vorbeibringen können. Kelchbrunner grübelte einen Moment. Wo ist der Fisch? Wo der Fisch ist? Na, der Goldfisch. Der Goldfisch? Jovanitsch schien die Frage nicht so recht zu verstehen. Ja, ich meine, die Tierheime sind doch derart übererfüllt und ich könnte ihn aufnehmen, sozusagen adoptieren. Du, ein Goldfisch. Ja, warum denn nicht? Heinz, als ich mal bei dir zu Hause war, fand ich die Grünpflanze wieder, die ich dir zum Einzug in dein neues Haus geschenkt hatte. Die war vollkommen vertrocknet. Ja, aber eine Pflanze ist kein Fisch. Das stimmt. Jovanitsch schluckte und ersparte sich jeglichen weiteren Kommentar. Nun war es eindeutig. Kelchbrunners plötzliches Interesse am Umweltschutz, seine emotionale Erregtheit, nun die Anwandlung, einen Goldfisch adoptieren zu wollen. Hier stimmte was nicht. Wie sieht es eigentlich mit der Anrufliste für Görens Handy oder Festnetztelefon aus? Fragte Kelchbrunner und trug das Glas mit dem Goldfisch vorsichtig aus der Wohnung. Die übrigen Kollegen blickten ihm amüsiert nach. Das ist noch in Arbeit. Jansen kümmert sich drum, aber da Wochenende ist, dürfte sich das noch ein wenig hinauszögern. Gut, dann macht ihr hier mal weiter. Ich werde den Fisch zu mir nach Hause bringen und im Internet nach Imkern in der Gemeinde suchen. Vielleicht bekommen wir dann ja etwas Licht ins Dunkel des Falles und zumindest ein paar Infos zum Verhalten von Bienen. Zwischenzeitlich verhält sich Kelchbrunner sehr emotional und beinahe feindselig. Jovanitsch übernimmt die Ermittlungen ein Stück weit. Nachdem die Imker Bodenheims verhört wurden, gerät der Wortführer der Bürgerinitiative gegen den Genmais unter Verdacht, der Herr Ziegler. Um etwa 3:15 klopfte es an der Tür und herein trat ein freundlich lächelnder Mann mit dunklen kurzen Haaren. Herr Ziegler, kommen Sie doch bitte rein! Ich bin ein bisschen früher, wir kennen uns ja schon von der Versammlung gegen das Genmaisfeld. Der Eingetretene drückte dem Kommissar die Hand, der zunächst das Lächeln erwiderte, dann bemerkte er jedoch die verdrossen dreinschauende Kollegin und deutete hastig zu ihr. Dies ist Frau Jovanitsch, meine Kollegin. Nehmen Sie doch Platz. Nun, Herr Ziegler, ergriff die Kommissarin wie zuvor mit ihrem Kollegen vereinbart das Wort. Kelchbrunner sollte und wollte sich im Hintergrund halten, um mit seiner unverhohlenen Sympathie gegenüber dem Anliegen der Gegner von genetisch veränderten Pflanzen die Ermittlungsarbeit nicht zu beeinflussen oder auch nur den kleinsten Verdacht in diese Richtung aufkommen zu lassen. Sie wissen, weshalb Sie hier sind. Ja, Frau Jovanitsch, Sie sagten es bereits am Telefon. Der Grund ist eine Bienenattacke, die einen Menschen getötet hat. Und das Opfer war Görens, stimmt's? Es lag eine große Selbstverständlichkeit in Ziegler's Stimme. Jovanitsch warf ihrem Kollegen einen eindringlichen Blick zu, doch ehe sie eine Frage an den Gast formulieren konnte, fuhr dieser fort. Bodenheim ist zwar sehr stark gewachsen, aber man erfährt auch einiges so dann und wann durch den inoffiziellen Weg. Maja Roth, die Joggerin, die Görens gefunden und sie alarmiert hat, ist eine gute Bekannte von mir und hat mir davon erzählt. Aha, das ist ja sehr interessant.
Sie haben sich also über Görens unterhalten. Ja. Zieglers Miene war noch entspannt. Doch bald verfinsterte sie sich. Aber das macht mich jetzt nicht verdächtig in Ihren Augen, oder? Nun, lassen Sie es mich mal so formulieren. Jeder ist verdächtig. Und ich bin verdächtiger, was? Also, machen wir es kurz, damit Sie nicht lange fragen müssen. Wo war ich zur Tatzeit? Setzte Ziegler an und Jovanitsch blickte gespannt zu ihm. Doch der schwieg und sah Fragen zurück. Also, Frau Kommissarin, ich weiß zwar, dass Herr Görens tot ist, ich weiß aber beim besten Willen nicht, wann er gestorben ist. Also kann ich Ihnen auch nicht sagen, wo ich zur Tatzeit war. In der Nacht zum Sonntag, sagen wir zwischen Mitternacht und 2 Uhr. Jovanitsch wirkte etwas brüskiert aufgrund des recht provokanten Verhaltens Zieglers. Nun, lassen Sie mich überlegen. Ich würde sagen, um diese Uhrzeit war ich zu Hause. Ich habe bis kurz nach 23 Uhr was im Fernsehen geschaut. Und dann? Na was und dann? Dann bin ich ins Bett gegangen. Ich war müde nach dem Tag. Es war einiges los gewesen, die Woche war auch stressig und Ziegler brach abrupt ab und lachte laut auf. Er sah zu Kelchbrunner. Also werter Herr Kommissar, ganz ehrlich hätte ich erwartet, Sie würden nicht einmal mit dem Gedanken spielen, ich könnte dahinter stecken. Ich meine, so wie Sie sich auf der Infoveranstaltung zum Genmaisfeld für das Thema interessiert haben, war das für mich ein klarer Hinweis, dass Sie ein unvoreingenommener Mensch sind, der nicht auf Vorurteile reinfällt. Kelchbrunner nickte. Wir müssen alle Möglichkeiten prüfen. Gut, dann müssen Sie sich ein wenig beeilen, denn da draußen warten noch 8000 weitere Bodenheimer Bürger, die in jener Nacht eventuell kein Alibi haben. Denn bezeugen kann es niemand, dass ich schlafen gegangen bin. Und ich bin sicher, da draußen gibt es viele weitere, die zur Tatzeit ebenso ein lückenhaftes Alibi aufweisen. Und das nicht mehr in Bodenheim. Ja, das mag sein, Herr Ziegler. Doch seien wir mal ganz realistisch. Sie hatten kein gutes Verhältnis zu Herrn Görens, sprach wieder Jovanitsch. Das stimmt. Regierungs- und Oppositionspolitiker haben auch kein gutes Verhältnis zueinander. Trotzdem schlagen sie sich nicht die Köpfe ein. Die sind gegensätzlicher Meinung und fertig. Das ist ja alles gut und schön, sehr ehrbare Worte. Doch sie hegten unverhohlen eine Antipathie gegen Görens. Sie haben offen davon gesprochen, den Maisacker notfalls zu zerstören, wenn die Menschen nicht zur Besinnung kämen. Das stimmt. Und ich hätte es getan, wenn mir nicht ein anderer zuvorgekommen wäre. Das sage ich Ihnen ganz ehrlich, denn die Gentechnologie ist eine große Gefahr. Das kann ich nicht beurteilen und es ist auch nicht meine Aufgabe. Nicht Ihre Aufgabe? Wer schweigt, stimmt zu. So einfach ist das. Kelchbrunner konnte sich ein zaghaftes Nicken nicht verkneifen. Seine Worte. Ziegler, Herr Ziegler, ich bin auf der Suche nach einem Mörder, nicht nach einem Umweltskandal. Dann haben Sie hier aber den Falschen sitzen, denn ich bin kein Mörder. Die Mörder sind Leute wie Görens. Sie töten die Schöpfung, um sich selbst zu bereichern. Herr Ziegler, es sind Fußspuren auf dem Maisfeld sichergestellt worden. Welche Schuhgröße haben Sie und besitzen Sie Gummistiefel? Meine Schuhgröße schwankt zwischen 42 und 43, je nach Schuh. Und ja, ich besitze Gummistiefel. Sie haben die Größe 43. Der Blick, den Jovanitsch ihrem Kollegen zuwarf, sprach Bände, doch der gab sich unbeeindruckt. Ich nehme an, die Abdrücke auf dem Maisfeld stammen von einem Paar Gummistiefel mit der Größe 43? Jovanitsch gab keine Antwort, doch dies war bereits Antwort genug. Hören Sie, es gibt hunderte Menschen allein in Bodenheim, wenn nicht gar tausende, die Gummistiefel mit einem standardisierten Sohlenabdruck besitzen. Und von denen haben wohl auch einige die Größe 43. Wollen Sie all diese Leute jetzt verhören? Herr Ziegler, diese alle hatten kein Motiv. Wissen Sie's? Ich meine, was wissen Sie denn bereits? Kennen Sie alle Feinde von Görens? Ich denke, um diese alle zu befragen, bräuchten Sie länger als eine Woche. Wir wissen bisher Folgendes. Herr Görens hat offensichtlich eine Information erhalten, die ihn dazu brachte, mitten in der Nacht zum Versuchsgelände aufzubrechen, eventuell mit einer Kamera. Vielleicht war der Grund für seinen nächtlichen Spaziergang ein Tipp, was die bevorstehende Zerstörung des Maisfeldes anging. Er ging los und überraschte am Versuchsfeld tatsächlich jemanden, der sich an den Pflanzen zu schaffen machte. Und er hatte gerade rein zufällig ein Bienenvolk in der Hosentasche, das er auf Görens setzte. Also, Frau Kommissarin, ich bitte Sie. Nein, das habe ich nicht gesagt.
Vielleicht war alles von langer Hand geplant. Vielleicht war es eine Fehlinformation, die Görens ins Feld locken sollte, um ihn dann auf diese Weise zu ermorden. Ah, und dann schlägt der Täter, also nach ihrer Überlegung ich, noch schnell das Genmaisfeld in Stücke, weil er ja so dumm ist, um die Spur auf sich selbst zu lenken. Vielleicht im Affekt? Nein, das wäre nicht im Affekt gewesen. Es wäre einfach nur in einem Zustand von absolut geistiger Umnachtung denkbar, eine solch unverzeihliche Torheit zu begehen. Jovanic sah ihren Kollegen an, dem es zunehmend schwerer fiel, den Mund zu halten. Er rutschte unruhig auf seinem Stuhl hin und her. Kennen Sie sich mit Bienen aus? Platzte es nach einigen Sekunden Schweigen aus Jovanic heraus. Ja, weil ich mich für die Natur interessiere und einige Imker im Ort kenne. Und weil Sie selbst einer sind! Jovanic schlug mit der flachen Hand auf den Schreibtisch, um die Aussage zu untermauern. Man hatte einen weiteren Verdächtigen im Visier, den Bruder des Opfers, der auch Forscher ist und der eine Tagung in Frankfurt fluchtartig verlassen hat. Nach ihm wird gefahndet. Und dann finden Sie ihn. Wir haben ihn, erklang es aus den Lautsprechern der Freisprecheinrichtung und Jovanic lenkte ihren Wagen beinahe reflexartig in den Feldweg, der kurz vor dem offenen Bahnübergang nach rechts abzweigte. Wen haben Sie? Na, Hans-Georg Görens, den Bruder des Opfers. Was denn? Jetzt schon? Ja, die Kollegen der Bundespolizei am Mainzer Hauptbahnhof haben ihn erkannt und festgesetzt. Ein Herr Kommissar Pöschel hat mich angerufen. Das ist ja hervorragend. Jovanic strahlte und teilte ihrem Kollegen am anderen Ende mit, sie würden sofort nach Mainz fahren, um Görens Bruder dort anzuhören. Jovanic hatte schnell gewendet, war durch Nackenheim gefahren, hatte Bodenheim, Mainz-Laubenheim, Mainz-Weisenau und einen kurzen, aber herrlichen Blick auf den Rhein hinter sich gelassen. In Mainz parkten sie in der Nähe des Hauptbahnhofs. Zu Fuß gingen sie zum Nordeingang des Gebäudes, in dem die Bundespolizei untergebracht war, und fragten nach Herrn Püschel. Der Kollege saß am Computer und tippte fleißig. Ein schweigsamer, grauhaariger saß ihm gegenüber. »Ah, Sie müssen Frau Jovanic sein.« Pöschel stand kurz auf und drückte der Kommissarin die Hand. »Ja, das ist mein Kollege, Kommissar Kelchbrunner.« Der Grauhaarige meldete sich zu Wort. »Können Sie mir jetzt vielleicht endlich mal sagen, was hier los ist?« »Nun, Herr Görens, Ihr Name ist Hans-Georg Görens?« »Das ist korrekt. Ich habe es aber bereits Ihrem Kollegen hier gesagt. Ich hoffe, Sie haben eine plausible Erklärung für dieses Vorgehen. Ich bin ein angesehener Forscher und arbeite gerade an einem sehr wichtigen Projekt in Südamerika, das von der Europäischen Union subventioniert wird. In Brasilien, nicht wahr? Ja, es ist in Brasilien. Wir erforschen dort nicht nur Flora und Fauna, vor allem suchen wir nach bioaktiven Stoffen, die in der Medizin ungeheure Hilfestellungen bieten können. Der Befragte blickte kritisch zu Kelchbrunner. Doch dies ist sicher nicht der Grund, weshalb Sie mich hier widerrechtlich festgehalten haben. Herr Görens, begann Jovanic, Sie waren auf einem Kongress in Frankfurt und haben das Tagungshotel Hals über Kopf verlassen. Stimmt das? Ja, ich habe das Hotel verlassen, weil es einige Diskrepanzen mit der Leitung der Tagung gab, die für mich indiskutabel waren. Ich bestehe nun aber darauf, den Grund zu erfahren, warum Sie mich hier festhalten. Ich habe bereits mehrfach telefonisch versucht, Sie zu erreichen. Es tut mir leid, Ihnen mitteilen zu müssen, dass Ihr Bruder letzten Sonntag gestorben ist. Was? Nein, das kann nicht sein. Dem Schreck folgte ein Lächeln. Da irren Sie sich. Jovanic blickte finster. Es tut mir wirklich sehr leid, aber es ist Tatsache. Und wie es aussieht, wurde er ermordet. Mein Bruder? Görens hob seine rechte Hand zitternd an die Brust. »Geht es Ihnen nicht gut? Wollen Sie was trinken oder kann ich...« »Das kann nicht sein! Das darf nicht sein!« Görens Atem ging schneller und schlagartig bildete sich Schweiß auf seiner Stirn. »Er kann doch jetzt nicht! Nein!« Görens stöhnte laut auf, griff sich krampfhaft an die Brust und kippte zur Seite.
Kelchbrunner konnte ihn nicht stützen, sodass er auf den festen PVC-Boden aufschlug. Der Stuhl kippte unter lautem Gepolter um. Er rollte Görens auf den Rücken, während Juvanic ihr Handy zückte und die Notrufnummer wählte. »Zu spät«, röchelte Görens. »Es war zu spät.« »Was? Was war zu spät?« »Ich war zu spät.« »Bleiben Sie ganz ruhig. Ein Arzt ist schon unterwegs«, redete Juvanic sanft auf ihn ein, während Kelchbrunner die oberen Hemdsknöpfe des Mannes öffnete. Görens verdrehte und schloss die Augen. Sein Kopf neigte sich zur Seite und sein Bauch hatte die flachen Auf- und Abwärtsbewegungen eingestellt. »Verdammt!« Hastig legte der Kommissar die linke Hand auf die Stelle des Brustbeins, an dem er das Herz vermutete, und presste mit dem rechten Arm so fest er nur konnte. 1, 2, 3, 4, 5, er zählte bis 30. Dann überstreckte er den Kopf des Mannes, presste die Nasenlöcher zusammen und gab 2 kräftige Atemstöße in seinen Mund ab. Er wiederholte die Prozedur immer und immer wieder, doch machte das Herz keinerlei Anstalten, seine Arbeit wieder aufzunehmen. »Komm schon!« Kelchbrunner drückte noch energischer, bis endlich der Notarzt und 2 Sanitäter eintrafen und die weitere Versorgung übernahmen. Der Ersthelfer trat einige Schritte zurück, ließ die Mediziner ihr Werk verrichten und gesellte sich zu den umstehenden Polizeibeamten, die er erst jetzt wahrnahm und die offensichtlich seine Hilfsmaßnahmen mitverfolgt hatten. »Ich muss hier raus«, stöhnte Kelchbrunner, und erst jetzt bemerkte er auch, dass er am ganzen Körper zitterte und seine Atmung einem Hecheln glich. Er schien zu wanken, als er zusammen mit seiner Kollegin den Raum verließ und Hals über Kopf aus dem Gebäude der Inspektion austrat. »Alles klar mit dir?« Juvanic blickte ihren Kollegen besorgt an. »Ob mit mir alles klar ist?« Sein Gesicht sprach 1000 Bände und Juvanic konnte sich vorstellen, wie er sich fühlen musste. Gestern hatte er seinen Neffen zu Grabe getragen. Heute wurde er erneut mit dem Tod konfrontiert. Es vergingen Minuten, in denen sich Kelchbrunner zitternd eine Tasse Tee gönnte, welche eine Kollegin aus der Polizeiwache fürsorglich für ihn und seine Kollegin herausgebracht hatte. Minuten, in denen Juvanic kein Wort gesprochen und Kelchbrunner unentwegt zur Tür gestarrt hatte. Schließlich trat der Notarzt mit versteinerter Miene aus dem Backsteingebäude und kam auf Kelchbrunner zu. »Herzstillstand. Sie haben alles richtig gemacht, aber wir haben ihn verloren.« »Ja, wer war nun der Mörder? War es jemand von der Bürgerinitiative? War Görens Bruder in den Mordfall verwickelt? Was wusste er und welches Geheimnis hat er mit ins Grab genommen? Sie dürfen gespannt sein.«